Sternenhimmel. Faszinierend und geheimnisvoll. Vor 100 Jahren eine Erfindung, die den Himmel auf die Erde holte. Angeregt vom Begründer des Deutschen Museums in München, Oskar von Miller. Entwickelt von Walter Bauersfeld, genialer Konstrukteur bei Zeiss, erstrahlten 1923 die ersten künstlichen Sterne und wurden seit 1925 im ersten Planetarium gezeigt. Heute gibt es über 4000 Planetarien in aller Welt. Der Sternenhimmel war nur der Anfang. Heute führen uns die Projektionen tief in den Kosmos. Planetarien sind unser Tor zum ganzen Universum. Planetarien erzählen die Geschichte unserer Erde, des Sonnensystems und unserer ganzen Welt. Sie erklären den Nachthimmel, wecken Neugier auf Unbekanntes, erweitern Horizonte und inspirieren für das Leben. Sie widmen sich den größten Fragen, woher wir kommen und wer wir sind. Planetarien fördern Verständnis für globale Zusammenhänge und begeistern für Naturwissenschaften und Technik. Planetarien bieten Vielfalt. Sie vereinen Wissenschaft und Kunst, Kultur und Bildung unter einem Dach. Unser Wissen über die Welt entwickelt sich immer weiter. Und mit ihm die Planetarien, die es präsentieren. Seit 100 Jahren und auch in Zukunft.